Direkt am Schipka-Pass liegt das Museum unterm Trifels. Es ist in drei alten Gerberhäusern und einer ehemaligen Mühle untergebracht, die miteinander verbunden sind. Schon von außen präsentiert sich das Museum als ein wahres Schmuckstück. Mit der davor fließenden Queich gilt es als eines der schönsten Häuser-Ensembles der Pfalz. Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche befindet sich eine lebendige Darstellung, die vom Ende der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart reicht, unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des Trifels und der Staufer. In den unterschiedlichen, oft auch kleinen und verwinkelten Räumen finden kleine und große Besucher immer wieder überraschende Präsentationen und können an verschiedenen Objekten selbst Hand anlegen. Im zweiten Stock des Museums findet sich ein ganz besonderes Exponat, weiß Museumsleiter und Gästeführer Hans-Joachim Kölsch. Ja, es handelt sich um das sogenannte Falkenbuch. Das Falkenbuch, das ist eine wissenschaftliche Arbeit aus der Feder von Kaiser Friedrich II., im 13. Jahrhundert geschrieben, das sich mit der Vogelkunde beschäftigt und mit der Falknerei. Dieser Kaiser hat äh, nach jahrzehntelanger Feldforschung eben seine Erkenntnisse zusammengefasst und hat ein Werk geschaffen, das recht präzise und genau beschreibt, äh, wie sich die Vögel verhalten und besonders natürlich auch sich der Falkenerei gewidmet. Er hat dabei keine Probleme gehabt, sich mit berühmten Autoritäten auseinanderzusetzen, sie auch in Frage zu stellen, wie zum Beispiel Aristoteles, wenn sich deren Angaben eben nicht mit seinen gewonnenen Erkenntnissen gedeckt hatten. Und Kaiser Friedrich war mit dieser Vorgehensweise seiner Zeit weit voraus, einmal durch seine Empirie und zum anderen eben auch durch die Quellenkritik, die in der damaligen Zeit, wir schreiben das 13. Jahrhundert, ja nicht üblich war. Und wenn man sich überlegt, dass das alles, was er gesehen und niedergeschrieben hatte, erst im 20. Jahrhundert bestätigt werden konnte durch die Ornithologie und höchstens noch erweitert durch die neuen technischen Möglichkeiten, ist das eben besonders beeindruckend. Und was die Falkenerei betrifft, hat es im Prinzip bis heute noch Gültigkeit. Rauminstallationen zeigen die Lebensbedingungen der Menschen in der Steinzeit und im Mittelalter. Ein Verlies erinnert an die Gefangenschaft des englischen Königs Richard I. Löwenherz. Auch über die Themengebiete Stadtgeschichte, Handel und Gewerbe sowie die Entwicklung des Waldes erfahren die Besucher Wissens- und Sehenswertes. Klapptafeln mit leichten Texten erklären Kindern die einzelnen Stationen. Gegenüber veranschaulicht eine historische Gerberwerkstatt das alte Handwerk der Hugenotten und Wallonen, das die Stadtgeschichte einst prägte. Das Wasserrad am benachbarten kleinen Gebäude trieb früher eine Lohmühle an.